Vor kurzem war das noch eine rege Handelsroute. Dann kam die Fäule. Die Leute gingen. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Die perfekte Abkürzung war geboren. Geoff wartet auf uns. Komm. Fängst du wieder an zu jammern? Sid, bitte. Denk doch nach, Clive. Es deutet alles darauf hin. Ein kaiserliches Signal. Was machen die hier? Die Burg ist schon seit Jahren verlassen. Wir reden nachher weiter. Ich muss wissen, was die da aushacken. Geh vor und triff dich mit Gav. Wir wissen doch beide, dass... Ohne Wenn und Aber. Hilf mir!
eine von Sids perfekten Abkürzungen. Wieder mal voll mit blutrünstigen Bestien. Was ist los? Ihm nach! Nehmt ihn fest! Gav! Wer ist da? Das ist ein Deserteur! Tötet ihn! Aus dem Weg! Du hast deine Wahl getroffen! Lass sie nicht entkommen! Du bist erledigt!
tötet den Verräter! Clive, wie ist die Lage? Endlich! Gas braucht uns! Was? Sie sind hinter ihm her! Ein ganzer kaiserlicher Trupp! Verstanden. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ich nehme den Drachen. Nimm du den Dragoon. Gut gemacht, Torgal. Ich glaube, das hat mir mehr weh getan. Tut mir leid, ich bin wohl keine große Hilfe. Hilf mir! Also, und den schaffen wir auch. Schnell, meine Wunden! Hilf mir! Schnell, meine Wunden! Komm!
So. Was habe ich nochmal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich stecke ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in deine alte Heimat, Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich habe gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja, vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Aber wer ist er? Das weiß ich leider auch nicht. Aber eins weiß ich. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also, finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Schon gut, schon gut. Keine Zugvögel in diesem Jahr. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Dort, wo alles begann. Wir müssen ihn stoppen. Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin! Sie ist wach. Gut. Geh schon, du Feigling. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Gav, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Tja. Der Mogli ist lustig. Ich
repariere besser schnell das Geländer. Du bist es. Es ist also wahr. Jill. Clive. Du lebst. Und du auch. Ich kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Ja. Tarja hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Ich hab dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jill? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? 20. Wir haben dich gefunden. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... In Ordnung. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Sofort. Wir sehen uns nachher, Clive.
muss mich vorbereiten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ich komme, sobald ich mich angezogen habe, Clive. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Repariere besser schnell das Geländer. Was willst du hier? Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Na nun, geh schon. Ich sollte mich noch bei Gav bedanken. Du willst uns also echt verlassen? Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen. Da kommen wohl Erinnerungen hoch, hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Cid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Cid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Rosaria. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert.
Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Aber ich hatte auch Angst. Angst, zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Lass uns weiter. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Mein Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt, ich bin ein Trägersoldat und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise. Der Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönixtor hatte man wohl andere Sorgen. Hey, komm und hilf mir mal! Du da, kannst du mir hier mal kurz zur Hand gehen? Toll, ein verdammter Träger. Und ich dachte, ich hätte Glück im Unglück. Egal, lieber ein Bruchstück als gar kein Kristall, sag ich. Wobei ich ungern den Träger eines anderen benutze. Hey, kannst du mich hören? Du sollst helfen. Diese blöden Vögel haben meinen Wagen umgeworfen, weil sie an die Ladung wollten. Dabei war ich schon spät dran. Ich hätte eine Lieferung, die wirklich dringend ist. Aber ich kann hier jetzt auf keinen Fall weg. Könntest du das vielleicht schnell zu Marthas Rast bringen? Es eilt wirklich sehr. Du hörst wohl nur auf Befehle von deinem Herrn, was? Na schön. Wären wir. Marthas Rast. Ugh!
Das ist doch einer unserer Träger. Verhaften wir ihn? Der gehört nicht zu uns. Dieser Tage muss man damit rechnen, auf der eigenen Türschwelle von wilden Bestien oder gerissenen Banditen überfallen zu werden. Sonbrek kann sich seine Versprechen von einem erleuchteten Zeitalter sonst vorhin schmieren. Hier geht alles vor die Hunde. Dieser Marta uns wirklich helfen wird? Das werden wir gleich wissen. Was davon soll nochmal zum goldenen Federbett? Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Das bringen wir rüber. Hat das Ding hier schon immer geleuchtet? Was entdeckt? Bis irgendwann. Entschuldigung, bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Marta, eine alte Freundin von Sid. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja. Erst runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten, die am gefallenen Tor.
Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Runter ins Sumpfland. Suchen wir die Leiter. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Damals hatten wir noch richtig Glück. Lass einfach alle stehen. Neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Egal, was deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert lässt... Ah! Bleibt mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick. Ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt. Sofort. Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Die Brücke ist kaputt. Wer nach Eastpool will, muss warten. Hat der Kerl überhaupt eine Ahnung?
ein Prachtkerl. Wäre da nur nicht dieses Brandmal. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Komm doch zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet. Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Zurück! Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren, aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja. Früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben Sie sie weggebracht? Sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor! Ach, du armes Ding! Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Na gut. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere.
Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn? St. Glaedemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir, dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Immer schön auf den Fisch richten, ja? So bleibt er lange frisch. Keine Scheu, tretet ruhig her! Schulter, Rippchen, alles frisch. Ich wusste, dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Oder? Nein. Das ist das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Finden wir es heraus. Seid gegrüßt! Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende. Von Martha. Verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert.
Lasst mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Nacken, Schulter, keine Scheu, tretet ruhig näher! Wo hast du die her? Sind die etwa aus Händen? Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gut, ey. Ach, zurück! Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun wisst ihr Bescheid.
Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rosfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Sid. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal? Ich
Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja. Dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Man sieht sich. Steuern sollen schon wieder erhöhen. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns, töte das Rudel. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Und gebe ihm Bescheid. Ob sie wohl immer noch dran fressen? Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat? Andererseits,
Bist du über die Brücke gekommen? Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah! Oh, ihr seid es wirklich! Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter. Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg... hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrec hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Oh, verzeiht mir. Ich wollte nicht... Bitte, nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten.
Ach, ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Willst du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. In Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Nur wegen Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Es war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Gute Nacht, Clive. Schlaf gut. Danke, Lady Hannah. So mache ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Alwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Oh, bevor Alwyn regieren musste, ist er oft mit meinem Mann verreist. Er und Rodney waren wie Brüder. Seine Kleidungsstücke liegen hier seit Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn sie weiter verstauben.
Gut, aber seid ihr euch sicher? Das sind doch Erinnerungsstücke. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Steht dir gut. Danke, Lady Hannah. Ja, danke. Von ganzem Herzen. Nein, ich sollte danken. Es war sehr schön, euch zu sehen. Ihr habt mich an glücklichere Zeiten erinnert. Gute Reise. Milord, Milady. Lebt wohl, Lady Hannah. Die Straße zum Nordtor raus sollte uns bis zum Phönixtor führen. Auf geht's. Willkommen, mein Freund. Bis demnächst. Hey, halt! Elvens Kleider! Bei den Flammen! Ihr seid sein Sohn! Clive Rossfield! Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Elwins Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sambrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals unter eurem Vater gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield. Ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste?
sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwyn festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden, damit er sieht, dass Lord Elwyns Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. So redlich wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Hier ist er nicht. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen.